Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Nachdem Gott damals die Welt durch eine Flut zerstört hat und alle Luft- und Landtiere, die nicht in der Arche waren, waren ausgerottet worden, hat Gott ein neues Versprechen gegeben an Noah und hat gesagt, er würde niemals mehr zulassen, dass alle Land- und Lufttiere, also Tiere, die in der Luft leben und die auf dem Lande leben, vernichtet werden würden. Und in der Tat wird Gott dieses Versprechen halten. Und es heißt auch in der Bibel, dass Jesus Christus zurückkommen würde, um zu verhindern, dass alles Fleisch vernichtet werden würde. Er sagte, wenn diese Tage, die noch kommen werden, die Tage der großen Trübsal, nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden, so würde kein Fleisch am Leben bleiben. Aber um der Auserwählten willen, sagt Christus, werden diese Tage verkürzt werden. Unter anderem wird damit auch das Versprechen gehalten, nicht wieder alle Tiere, die in der Luft leben, die auf dem Lande leben, zu vernichten. Aber wir müssen begreifen, dass dieses Versprechen sich nicht auf Tiere bezog, die im Meer, in den Flüssen lebten, denn die waren in der Flut ja keineswegs vernichtet worden. Und wir finden in der Tat Bibelstellen, die uns zeigen, so unfassbar und dramatisch dies auch klingen mag, dass alle Tiere, die im Wasser leben, umkommen werden, bevor Jesus Christus zurückkommt. Nun, wir finden diese Stellen zum Beispiel in Offenbarung Kapitel 8. Eine Stelle, die uns zeigt, dass in der Endzeit alle Wassertiere vernichtet werden. Offenbarung Kapitel 8. Und wir lesen Vers 9. Und es geht hier um die zweite Posaune des siebten oder letzten Siegels. Und es heißt hier, der dritte Teil der lebendigen Geschöpfe im Meer starb und der dritte Teil der Schiffe wurde vernichtet. Also hier wird zunächst einmal der dritte Teil der Wassertiere im Meer umkommen. Aber dann lesen wir weiter in Offenbarung Kapitel 16. Und in Vers 3, und hier geht es jetzt um die zweite Schale der siebten Posaune, des siebten Siegels, also um eine Zeitspanne, die dem, was wir gerade gelesen haben, folgt. In Offenbarung 16 und Vers 3, da lesen wir, und der zweite Engel goss aus seine Schale ins Meer, und es wurde zu Blut, wie von einem Toten, und alle lebendigen Wesen im Meer starben. Also alle Meerestiere werden in der Tat umkommen. Wir lesen auch in Offenbarung Kapitel 16 und Vers 4. Und der dritte Engel goss aus seine Schale in die Wasserströme und in die Wasserquellen und sie wurden zu Blut. Also hier geht es jetzt um Süßwasser. Die Wasserströme, die wurden zu Blut. Dies erinnert uns an die Plagen in Ägypten, wo ja nun auch die Flüsse zu Blut wurden und die Tiere in den Flüssen starben ebenfalls. Schauen wir uns dies in 2. Mose Kapitel 7 an. Und die Schlussfolgerung ist also gerechtfertigt, dass also auch in der Endzeit die Tiere, die in den Flüssen leben, im Süßwasser leben, ebenfalls umkommen werden. 2. Mose Kapitel 7, angefangen in Vers 17. 2. Mose 7, angefangen in Vers 17. Da hieß es ja, darum spricht der Herr, daran sollst du erfahren, dass ich der Herr bin. Siehe, ich will mit dem Stabe, den ich in meiner Hand habe, auf das Wasser schlagen, das im Nil ist, und es soll in Blut verwandelt werden, dass die Fische im Strom sterben und der Strom stinkt. Und die Ägypter wird es ekeln, das Wasser aus dem Nil zu trinken. Dann heißt es in Vers 19, der Herr sprach zu Mose, sage Aaron, nimm deinen Stab und recke deine Hand aus über die Wasser in Ägypten, über ihre Ströme und Kanäle und Sümpfe und über alle Wasserstellen, dass sie zu Blut werden, also alles würde zu Blut werden, heißt es hier. Und es sei Blut in ganz Ägyptenland, selbst in den hölzernen und steinernen Gefäßen. Und Mose und Aaron taten, wie ihnen der Herr geboten hatte. Und Mose hob den Stab und schlug ins Wasser, das im Nil war, vor dem Pharao und seinen Großen. Und alles Wasser im Strom wurde in Blut verwandelt und die Fische im Strom starben. Und der Strom wurde stinkend, sodass die Ägypter das Wasser aus dem Nil nicht trinken konnten. Und es war Blut in ganz Ägyptenland. Wir lesen sogar auch, dass nur wenige Landtiere am Leben bleiben werden. Und auch nur wenige Vögel, aber eben einige doch. In Hosea Kapitel 4. In Hosea Kapitel 4.
lesen wir die Verse 1 bis 3. Hosea Kapitel 4 und die Verse 1 bis 3. Da heißt es, hört ihr Israeliten des Herrn Wort. Denn der Herr hat Ursache zu schelten, die im Lande wohnen, denn es ist keine Treue, keine Liebe, keine Erkenntnis Gottes im Lande, sondern Verfluchen, Lügen, Morden, Stehlen, Ehebrechen haben überhand genommen. Eine Blutschuld kommt nach der anderen. Und darum wird das Land dürre stehen, und alle seine Bewohner werden dahin welken, auch die Tiere auf dem Felde und die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer werden weggerafft. Also auch die Menschen sind mit eingeschlossen, aber einige werden überleben. Einige Luft- und Landtiere werden überleben. Allerdings scheinbar keine Fische im Meer und in den Flüssen. In Jesaja Kapitel 24 wird uns gesagt, dass einige Menschen überleben werden. Also diese Idee, dass im Millennium es keinerlei Menschen auf Erden geben wird, die ist natürlich nicht biblisch. Jesaja 24, die Verse 5 und 6. Jesaja 24, die Verse 5 und 6. Die Erde ist entweiht von ihren Bewohnern, denn sie übertreten das Gesetz und ändern die Gebote und brechen den ewigen Bund. Schauen Sie, viele haben heute die Gebote Gottes geändert, haben den Sabbat abgeschafft, ihn durch den Sonntag ersetzt, haben die heiligen Jahresfeste Gottes abgeschafft, sie durch heidnische Feste wie Weihnachten oder Ostern oder Halloween ersetzt und so weiter und so fort. Und Gott ist darüber gar nicht erfreut. Es heißt darum, Vers 6, frisst der Fluch die Erde. Und büßen müssen es, die darauf wohnen, und darum nehmen die Bewohner der Erde ab, sodass wenig Leute übrig bleiben. Also einige werden übrig bleiben, einige Menschen werden übrig bleiben, aber eben nicht allzu viele. Doch was lesen wir dann, wenn das Millennium beginnt, wenn Jesus Christus zurückgekommen ist, wenn er das Reich Gottes hier auf Erden errichtet hat, wenn er und diejenigen, die ihm gefolgt sind, unter ihm über die Menschen herrschen werden, und zwar auf der Erde und über die Erde, in Jesaja Kapitel 11. Jesaja Kapitel 11, und lesen wir die Verse 6 bis 9. Jesaja Kapitel 11, Vers 6, das sind dann die herrlichen Zustände im Millennium, in diesem tausendjährigen Reich, von dem die Bibel spricht. Da werden die Wölfe bei den Lämmern wohnen und die Panther bei den Böcken lagern. Ein kleiner Knabe wird Kälber und junge Löwen und Mastvieh miteinander treiben. Kühe und Bären werden zusammen weiden, dass ihre Jungen beieinander liegen, und Löwen werden Stroh fressen wie die Rinder. Vers 8, und ein Säugling wird spielen am Loch der Otter, ein entwöhntes Kind wird seine Hand strecken in die Höhe der Natter, man wird nirgends Sünde tun, noch freveln auf meinem ganzen heiligen Berge, denn das Land wird voll Erkenntnis des Herrn sein, wie Wasser das Meer bedeckt. Also eine wunderschöne Zeit des Friedens wird hier beschrieben, wenn wilde Tiere, die in Kontakt sind mit Menschen, zahm sein werden, die keinerlei Schaden mehr den Menschen antun werden. Auch lesen wir Jesaja Kapitel 32 und in Vers 20. Jesaja Kapitel 32 und in Vers 20. Eine andere Prophezeiung für die Zukunft, für das Millennium. Wohl euch, die ihr sehen könnt an allen Wassern und könnt die Rinder und Esel frei gehen lassen. Also keine Gefahr wird bestehen, dass die in irgendeiner Form jetzt zerrissen werden, von anderen Tieren angefallen werden, von Feinden angefallen werden und so weiter. Wir lesen auch in Jesaja Kapitel 43 und Vers 20. Jesaja 43 und in Vers 20. Das Wild des Feldes preist mich, die Schakale und Strauße, denn ich will in der Wüste Wasser und in der Einöde Ströme geben, zu tränken mein Volk, meine Auserwählten. Also auch hier wird deutlich, dass sich die Struktur der Erde verändern wird, aus Wüsten werden fruchtbare Ebenen werden, wo eben auch Tiere Wasser erhalten können. In Joel Kapitel 2 wird eine weitere Stelle angeführt. Joel Kapitel 2, das Buch Joel findet sich hier direkt im Anschluss an das Buch Hosea. Joel Kapitel 2 und lesen wir die Verse 21 und 22. Fürchte dich nicht, liebes Land, Joel 2, Vers 21, sondern sei fröhlich und getrost, denn der Herr kann auch Gewaltiges tun. Fürchtet euch nicht, ihr Tiere auf dem Felde, denn die Auen in der Steppe sollen grünen,
und die Bäume ihre Früchte bringen und die Feigenbäume und Weinstöcke sollen reichlich tragen. Also hier werden Segnungen ausgesprochen für die Tiere, Haustiere, Tiere auf dem Felde. Wir finden auch das Versprechen, dass wilde Tiere, die den Menschen bedrohlich werden könnten, nicht mehr dort leben werden, wo Menschen sein werden. Die werden aus der Gegenwart der Menschen weggeschafft werden. Und die Natur der wilden Tiere, die in der Gegenwart der Menschen sind, die wird geändert werden, sodass die eben kein Böses mehr antun können den Menschen. Schauen wir uns Hesekiel Kapitel 34 an. Hesekiel 34. Und lesen wir Vers 25. Hesekiel 34 und Vers 25. Und ich will einen Bund des Friedens mit ihnen schließen und alle bösen Tiere aus dem Lande ausrotten, dass sie, die Menschen, sicher in der Steppe wohnen und in den Wäldern schlafen können. Und dann auch in Vers 28. Und sie sollen nicht mehr den Völkern zum Raub werden und kein wildes Tier im Lande soll sie mehr fressen, sondern sie sollen sicher wohnen und niemand soll sie schrecken. Schauen wir uns auch dieses Versprechen in 3. Mose Kapitel 26 an. Das wurde damals schon den Israeliten gegeben und stellvertretend für alle Menschen wurde dieses Versprechen gegeben. In 3. Mose 26 und Vers 6, wenn also andere auch den Geboten Gottes gefolgt wären, nun ist das heute in den meisten Fällen natürlich nicht der Fall, aber in der Zukunft wird es in der Tat der Fall sein. Und so lesen wir in 3. Mose 26 und in Vers 6, dass Gott sagt, ich will Frieden geben in eurem Lande, dass ihr schlafet und euch niemand aufschrecke. Ich will die wilden Tiere aus eurem Lande wegschaffen und kein Schwert soll durch euer Land gehen. Schauen Sie, wenn wir Gott gehorsam wären, dann gäbe es heute keine Kriege. Die Bibel zeigt uns, dass Tiere und Menschen friedlich miteinander wohnen werden. Kehren wir zu Hosea zurück. Hosea Kapitel 2. Hosea Kapitel 2 und in Vers 20. Hosea Kapitel 2 und Vers 20. Und ich will zur selben Zeit für sie einen Bund schließen, mit den Tieren auf dem Felde, mit den Vögeln unter dem Himmel und mit dem Gewürm des Erdbodens und will Bogen, Schwert und Rüstung im Lande zerbrechen und will sie sicher wohnen lassen. Nun, dies sollte auch heute bereits für Gottes auserwähltes Volk der Fall sein. Und es kann dies auch der Fall sein, dass auch heute wilde Tiere Gottes Jüngern keinen Schaden tun müssen. Zunächst einmal lesen wir eine interessante Stelle im Buch Hiob. Hiob Kapitel 5. Hiob Kapitel 5 und in Vers 23. Hiob Kapitel 5 und Vers 23. Denn dein Bund wird sein mit den Steinen auf dem Felde, und die wilden Tiere werden Frieden mit dir halten. Und lesen wir auch weitere neutestamentliche Stellen, wo Christus gewisse Versprechen an seine Jünger gibt. Markus Kapitel 16, eins dieser Versprechen. Markus Kapitel 16 und lesen wir die Verse 17 bis 18. Und wenn wir diese Stellen lesen, sollten wir verstehen, dass Gott auch heute seine Jünger vor wilden Tieren beschützen kann. Nun, das bedeutet nicht, dass wir es provozieren müssen. Wenn wir zum Beispiel jetzt diese Stelle in Markus Kapitel 16, die Verse 17 bis 18 lesen, heißt das nicht, dass wir dies so weit provozieren, dass wir den Herrn in Anführungszeichen versuchen. Es heißt hier, die Zeichen aber, die Folgen werden denen, die glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben, in neuen Zungen oder Sprachen reden, Schlangen mit den Händen hochheben. Nun, das heißt nicht, wie das einige so tun, dass die jetzt die giftige Schlangen hochheben, bewusst, um zeigen zu wollen, dass sie jetzt Nachfahren oder Jünger von Christus sind. Und dann werden sie natürlich vielfach auch von diesen Schlangen gebissen. Nein, es geht hier um eine Situation, wie wir gleich noch sehen werden, wenn dies überraschend über einen hereinbricht. Und dann heißt es hier, wenn sie etwas Tödliches trinken, dann wird es ihnen nicht schaden. Und auf Kranke werden sie die Hände legen, so wird es besser mit ihnen werden. Schauen wir uns Lukas Kapitel 10 an.
Lukas Kapitel 10 und in Vers 19. Nun, mit diesen Schlangen kann natürlich auch symbolisch die Welt der Dämonen mit eingeschlossen sein. Wir brauchen keine Angst vor Satan und seinen Dämonen zu haben, in dem Sinne, dass wir die jetzt so fürchten, dass wir meinen, wir müssten die jetzt verehren, wie das einige so tun, die dann zu Halloween, ursprünglich war das jedenfalls der Fall, dann draußen Geschenke vor ihre Häuser getan haben, um die Dämonen und diejenigen, die also als Geister der Unterwelt hervorkamen, denen ihr Gutes zu tun. Nein, wir sollen Gott respektieren, wir sollen aber verstehen, dass wir mit Gottes Hilfe Dämonen besiegen können, Dämonen abhalten können, uns zu schaden. Mit Gottes Hilfe. Und so lesen wir in Lukas Kapitel 10 und in Vers 19, wie Christus hier in diesem Falle 70 Jüngern sagt: Seht, ich habe euch Macht gegeben, zu treten auf Schlangen und Skorpione und Macht über alle Gewalt des Feindes, und nichts wird euch schaden. Schauen wir uns eine Stelle an, wo dies zum Beispiel in Erfüllung ging, im Leben des Paulus, in Apostelgeschichte Kapitel 28. Apostelgeschichte 28, und lesen wir die Verse 3 bis 6. Apostelgeschichte 28 und Vers 3. Hier befinden sich jetzt Paulus und seine Helfershelfer auf der Insel Malta. Und als nun Paulus einen Haufen Reisig zusammenraffte und aufs Feuer legte, da fuhr wegen der Hitze eine Schlange heraus und biss sich in seiner Hand fest. Als aber die Leute das Tier an seiner Hand hängen sahen, da sprachen sie untereinander: Dieser Mensch muss ein Mörder sein, denn die Göttin der Rache nicht leben lässt, obgleich er dem Meer entkommen ist. Also dieses war hier eine giftige Schlange offensichtlich. Er aber, Vers 5, schlenkerte das Tier ins Feuer, und es überfuhr ihm nichts Übles. Und dann schwenkte die Stimmung um, Vers 6. Sie aber warteten, dass er anschwellen oder plötzlich tot umfallen würde. Und als sie nun lange gewartet hatten und sahen, dass ihnen nichts Schlimmes widerfuhr, da änderten sie ihre Meinung und sprachen: Er ist ein Gott. Nun, er war auch kein Gott, aber Gott hat ihm geholfen. Und das kann er auch heute für uns tun, wenn wir ihm untertan sind. Nicht, dass wir dies provozieren würden. Das sollte man niemals tun. Aber wenn es zu solchen Situationen kommt, dann kann Gott einem helfen. In Psalm 91. Psalm 91 lesen wir Vers 13. Auch hier ein Versprechen in dieser Beziehung. Über Löwen und Ottern wirst du gehen und junge Löwen und Drachen niedertreten. Mit anderen Worten, Autorität, Herrschaft über sie haben, dass die einem nichts Böses antun können. Aber manche meinen, im Millennium würde es keine wilden Tiere mehr geben, dass die Natur aller Tiere sich verändern würde. Das ist nicht das, was die Bibel sagt. Es wird schon noch wilde Tiere geben, aber eben nicht dort, wo Menschen sein werden. Schauen wir uns zunächst einmal eine Prophezeiung über das endzeitliche Babylon an. Eine Stadt auf 7 Hügeln erbaut, die gibt es heute nach wie vor. Die wird laut Bibel zerstört werden. Total vernichtet werden. Und wir lesen hierüber in Jeremia Kapitel 50. Und es geht um die Endzeit. Es geht nicht um das damalige Babylon, es geht um die Endzeit. Jeremia 50, die Verse 39 und 40. Jeremia Kapitel 50 und die Verse 39 und 40. Da heißt es: Darum sollen Wüstentiere und wilde Hunde darin wohnen und die Strauße, und es soll nie mehr bewohnt werden und niemand darin hausen für und für. Gleich wie Gott Sodom und Gomorra samt ihren Nachbarn zerstört hat, spricht der Herr, soll niemand darin wohnen, noch ein Mensch darin hausen. Ich habe hier eine ganze Predigt über die Zukunft dieses modernen Babylons gegeben. Aber schauen wir uns nun die Parallelstelle im Neuen Testament an, in Offenbarung Kapitel 18. Offenbarung Kapitel 18 und lesen wir Vers 2. Offenbarung 18 und Vers 2. Und er, dieser Engel, rief mit mächtiger Stimme: Sie ist gefallen, sie ist gefallen. Also zweimal, nicht nur in der Vergangenheit, sondern auch in der Zukunft wird es geschehen. Babylon, die Große. Und sie ist eine Behausung der Teufel geworden und ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen Vögel und ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Tiere. Also verhasste Tiere, wilde Tiere, Tiere, die scheinbar, wenn sie die Gelegenheit hätten, Böses tun würden, die werden auch in diesem, in Anführungszeichen, Gefängnis sein, in dieser Region sein, wo ursprünglich Babylon war,
aber dann dort vernichtet werden würde. Eine weitere Prophezeiung finden wir im Hinblick auf Edom. Nun, die meisten wollen das heute nicht wahrhaben, Edom oder Esau, ursprünglich ja eine alttestamentliche Gestalt, der Zwillingsbruder von Jakob, der bezeichnet heute in der Tat die Türkei. Und ich habe einige Predigten hierüber gegeben, die Zukunft der Türkei, und die meisten haben das nicht akzeptiert, haben es als sehr schlecht empfunden. Aber ich gebe Ihnen nur das weiter, was die Bibel sagt. Und hier wird die Zerstörung der Türkei beschrieben. Und es gibt da Gründe dafür, warum dies geschehen wird. Und auch in meinen Predigten wird hierüber deutlich etwas gesagt. Aber hier lesen wir dies in Jesaja Kapitel 34. Jesaja Kapitel 34, die Verse 14 bis 16. Jesaja 34, die Verse 14 bis 16. Zunächst einmal lese ich aus der Lutherbibel, aber dann möchte ich aus der Schlachterbibel diese gleiche Stelle vorlesen. Die macht es etwas deutlicher. Jesaja 34, angefangen Vers 14 in der Lutherbibel. Da werden Wüstentiere und wilde Hunde einander treffen. Und ein Feldgeist wird dem anderen begegnen. Das Nachtgespenst wird auch dort herbergen und seine Ruhestatt dort finden. Aber das sind alles Tiere, die werden hier so beschrieben. Es geht hier nicht um ein regelrechtes Gespenst. Und er wird auch die Natter nisten und legen und ihre Eier aufhäufen und ausbrüten. Auch die Raubvögel werden dort zusammenkommen. Keines vermisst das andere. Suchet nun in dem Buch des Herrn und lest. Keines von ihnen wird fehlen, denn sein Mund gebietet es und sein Geist bringt sie zusammen. Auch dies ist interessant. Sein Mund gebietet es, der Mund Gottes, sein Geist, der Geist Gottes, bringt diese Tiere zusammen. Also es geht nicht darum, dass der Geist Gottes auf einmal jetzt hier eine Person wäre, denn der Mund des Herrn ist ja auch keine Person. Aber schauen wir uns dies in der Schlachterübersetzung einmal an, in Jesaja Kapitel 34, wie das hier noch deutlicher formuliert wird. Jesaja 34, die Verse 14 bis 16. Da heißt es hier, Wüstentiere und Schakale werden einander begegnen und ein Ziegenbock dem anderen zurufen. Ja, dort wird die Lilith sich niederlassen und eine Ruhestätte für sich finden. Dort wird die Pfeilschlange nisten und Eier legen, sie ausbrüten und ihre Jungen sammeln unter ihrem Schatten. Dort werden auch die Geier zusammenkommen, jeder zu seinem Gesellen. Forscht nach im Buch des Herrn und lest es, nicht eines von alledem wird fehlen. Zu keinem Wort wird man die Erfüllung vermissen, denn mein Mund ist es, der es befohlen, und sein Geist ist es, der sie gesammelt hat. Nun, auch das ist interessant. Es wird nämlich hier scheinbar von zwei verschiedenen Persönlichkeiten im Alten Testament gesprochen, die beide Gott sind, die beide auch hin und wieder mit dem Namen Yahweh bezeichnet werden. Einige haben das auch nicht verstanden. Es heißt hier, mein Mund, jetzt spricht die eine Persönlichkeit, die eine Gottpersönlichkeit, mein Mund ist es, der es befohlen hat, und sein Geist, also hier scheinbar eine Beschreibung einer anderen Persönlichkeit innerhalb der Gottfamilie, der hat es hier gesammelt. Es ist ja immer so, dass der Vater die höchste Person in der Gottfamilie ist und dann Jesus Christus, der Sohn, unter dem Vater führt aus, was der Vater befiehlt und er tut es durch den Heiligen Geist in ihm. Also schauen Sie, auch hier wird deutlich gesagt, dass es eben wilde Tiere geben wird. Aber wir haben auch bereits schon gesehen und werden dies jetzt weiter sehen, dass viele Tiere ausgerottet worden sein oder worden sind, wenn Jesus Christus die Herrschaft hier auf Erden beginnt. Und dies bedeutet, deutlich ausgesprochen, dass Gott Tiere neu erschaffen wird oder zum Leben erwecken wird. Und wir möchten uns hier einige Stellen hierzu einmal ansehen, denn Gott hat dies ja auch in der Vergangenheit mehrfach getan. Wenn Sie mit mir zu 1. Mose 1 zurückkehren, und dann heißt es ja in Vers 1, 1. Mose Kapitel 1 und Vers 1. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und dann heißt es hier in Vers 2 in den meisten deutschen Übersetzungen, und die Erde war wüst und leer. Nun, wie ich des Öfteren schon gesagt habe, ist dies eine falsche Übersetzung. Im Hebräischen steht ein Wort, das auch ward oder wurde bedeuten kann, und es hier sollte es so übersetzt sein. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde ward oder wurde wüst und leer. Denn in Jesaja Kapitel 45 wird uns zum Beispiel beschrieben, wie Gott die Erde ursprünglich erschaffen hat. Keineswegs in einem wüsten und leeren Zustand. Die gleichen Worte hier, Tohu und Bohu, werden gebraucht. In Jesaja Kapitel 45.
Da lesen wir nämlich im Vers 18. Denn so spricht der Herr, der den Himmel geschaffen hat. Er ist Gott, der die Erde bereitet und gemacht hat. Er hat sie gegründet, er hat sie nicht geschaffen, dass sie leer sein soll oder dass sie leer war, wie es auch übersetzt werden kann, sondern sie bereitet, dass man auf ihr wohnen solle. Ich bin der Herr und sonst keiner mehr. Und wir lesen ja auch, als Gott die Erde schuf, dass die Engel vor Freude jauchzten. Das lesen wir im Buch Hiob, als die Erde erschaffen war. Die wurde also keineswegs in einem wüsten und leeren Zustand erschaffen. Und wir lesen, was geschah. Eine Rebellion Satans und seiner Engel gegen Gott erfolgte. Und im Laufe dieser Rebellion wurde die Erde wüst und leer. Und was geschah dann? In Psalm 104 wird es uns gesagt. Psalm 104 und in Vers 30. Psalm 104 und Vers 30. Da lesen wir, du sendest aus deinen Odem, oder man kann auch übersetzen, deinen Geist, so werden sie geschaffen und du machst neu oder erneuerst die Gestalt der Erde. Und das ist genau damals geschehen, nachdem die Erde wüst und leer wurde und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser, wie es heißt. Da gab Gott Befehle und er sagte, lasset uns Menschen machen. Gott, der Vater, sprach zu Jesus Christus und Christus tat dies dann durch seinen Heiligen Geist. Und wir sehen, dass er zunächst einmal die Gestalt der Erde erneuerte und Tiere schuf, die es zudem oder vorher vielleicht in diesem Sinne nicht gegeben hatte. Es gab eine andere Schöpfung und diese Tiere, die er damals dann erschuf, als er den Menschen erschuf, die sind heute nach wie vor im Großen und Ganzen noch existent. Also die Arten, die Gattungen solcher Tiere. Wir lesen auch in anderen Stellen, dass Gott regelrecht Tiere schuf. In 2. Mose Kapitel 4, also nicht nur im Anfang, nicht nur als er ursprünglich die voradamischen Tiere schuf und dann die Tiere, die er zur Zeit von Adam schuf, auch später noch. In 2. Mose Kapitel 4, 2. Mose Kapitel 4, lesen wir die Verse 2 bis 4. Da erscheint Gott dem Mose, es geht hier um diese Stelle mit dem brennenden Busch. Der Herr sprach zu ihm, was hast du da in deiner Hand? Und er sprach, einen Stab. Und der Herr sprach, wirf ihn auf die Erde. Und er warf ihn auf die Erde und so ward, schauen Sie das gleiche Wort hier, ward, wurde, er zur Schlange. Und Mose floh vor ihr. Also hier erschuf Gott eine Schlange. Er verwandelte einen Stab, den Stab des Mose, in eine Schlange, Vers 4. Aber der Herr sprach zu ihm, strecke deine Hand aus und erhasche sie beim Schwanz. Und er streckte seine Hand aus und ergriff sie und sie ward zum Stab in seiner Hand. Und später würde etwas Ähnliches geschehen in 2. Mose Kapitel 7, die Verse 10 bis 12. 2. Mose 7 und Vers 10. Da gingen Mose und Aaron hinein zum Pharao und taten, wie ihnen der Herr geboten hatte. Und Aaron, also jetzt war es nicht der Mose, aber der Aaron warf seinen Stab, der hatte nämlich auch einen Stab. Aaron warf seinen Stab hin vor dem Pharao und vor seinen Großen und er wurde zur Schlange. Und da ließ der Pharao die Weisen und Zauberer rufen und die ägyptischen Zauberer taten ebenso mit ihren Künsten und dann jeder warf seinen Stab hin und da wurden Schlangen daraus. Also scheinbar taten die das auch in gewisser Weise durch die Kraft von Dämonen. Nun, das bedeutet nicht unbedingt, dass Dämonen jetzt hier diese Schlangen erschufen. Es kann dies auch ein Trick gewesen sein, eine optische Vision. Man weiß nicht genau, wie das zu verstehen ist, aber es kann auch durchaus sein, dass hier sogar auch die Dämonen dies taten. Aber Gott tat es mit Sicherheit. Denn es heißt weiter, Aarons Stab verschlang ihre Stäbe. Nun, hier wird auch in der Lutherbibel mit Schlange übersetzt und man hat vielleicht den Eindruck dann, dass das so das gleiche Tier war, was also auch der Mose aus seinem Stab sah. Aber das ist nicht der Fall. Das Wort hier, was hier für Schlange gebraucht wird, in 2. Mose 7, ist ein ganz anderes Wort. Und es bezeichnet große Meerestiere. In 1. Mose 1 und Vers 21, das können Sie sich nachher lesen, da wird zum Beispiel hier auch von Meerestieren gesprochen. Das ist das gleiche Wort, was hier in 2. Mose 7 erwähnt wird. Und die Lutherbibel übersetzt Walfische, schlechte Übersetzung. Die Elberfelder-Bibel schreibt große Seeungeheuer. Das ist eine bessere Übersetzung. Also es waren nicht nur gewöhnliche Schlangen, die hier aus diesen Stäben entstanden, zumindest aus dem Stab des Aaron. Es waren Seeungeheuer, große
Tiere. Wir finden weitere Stellen in 2. Mose 8 und die Verse 12 und 13. Der Herr sprach zu Mose, sage Aaron, strecke deinen Stab aus und schlage in den Staub der Erde, dass er zu Stechmücken werde. Also der Staub sollte zu Stechmücken werden in ganz Ägyptenland. Und so taten sie, und Aaron reckte seine Hand aus mit seinem Stabe und schlug in den Staub auf der Erde. Und es kamen Mücken und setzten sich an die Menschen und an das Vieh. Aller Staub der Erde ward zu Mücken in ganz Ägyptenland. Ich möchte diese Stelle hier kurz aus der Menge-Bibel vorlesen, 2. Mose Kapitel 8 und die Verse 12 bis 13. Die macht es noch etwas deutlicher. Ich tue dies auch, um zu zeigen, dass einige im großen katastrophalen Irrtum sind, die meinen, irgendeine Übersetzung sei ausreichend. Die sind nämlich alle göttlich inspiriert und fehlbar. Das ist keineswegs der Fall. Schauen Sie, Übersetzer haben die ursprünglichen Worte der Bibel aus dem Hebräischen und Griechischen übersetzt, in die Sprachen der Übersetzer übertragen. Und die haben auch Fehler gemacht. Und deswegen ist es gut, dass man sich mehrere Übersetzungen zu Rate zieht, wenn es sich um schwierige Stellen dreht. Ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass die revidierte Lutherbibel, aus der ich übersetze oder vielmehr vortrage, aus dem Jahr 1984, die beste deutsche Übersetzung ist. Aber eben andere Übersetzungen sind auch gut und die kann man mit der revidierten Lutherbibel zusammenlesen, wie zum Beispiel jetzt die Schlachterbibel, die Elberfelder Bibel, die Mengebibel, hin und wieder die Zürcher Bibel, andere Übersetzungen. Ich benutze natürlich auch die englischen Ausgaben und die Authorized Version, die alte King James Bibel, ist mit Sicherheit die beste, die es da gibt. Und es gibt dann auch die New King James Bible und andere Übersetzungen. Ich kann also die miteinander vergleichen. Aber die Idee, dass das alles unwichtig sei, man braucht lediglich eine Übersetzung und vor allen Dingen dann noch eine moderne, und das würde ausreichen, das ist keineswegs der Fall. Vielfach sind Übersetzungen auch Interpretationen, das muss man auch begreifen. Aber hier in der Mengebibel lesen wir nun 2. Mose 8, und die Verse 12 und 13, wie es hier übersetzt wird. Hierauf sagte der Herr zu Mose, befiehl dem Aaron, strecke deinen Stab aus und schlage mit ihm den Staub auf dem Erdboden, damit er sich in ganz Ägypten in Stechmücken verwandelt. Also der Staub sollte sich in Stechmücken verwandeln. Und sie taten so, Aaron streckte seine Hand mit dem Stabe aus und schlug damit den Staub auf dem Erdboden, und da kamen die Stechmücken an die Menschen und an das Vieh. Und aller Staub auf dem Erdboden wurde zu Stechmücken in ganz Ägypten. Also hier wird es noch deutlicher. Es war in der Tat der Staub, der sich zu Stechmücken verwandelte. Man kann es so sagen, Gott erschuf in diesem Augenblick Stechmücken aus dem Staub. Oder vielmehr, die kamen aus dem Staub heraus. Nun, in Jona, im Buch Jona, gibt es auch eine interessante Stelle, die leider, so wie ich das zumindest gesehen habe, in keiner deutschen Übersetzung auf die richtigste Weise dargestellt wird. Zunächst einmal in Jona Kapitel 2 und Vers 1 lese ich hier aus der Lutherbibel, aber die meisten anderen, zumindest alle, die ich gesehen habe, Übersetzungen bringen es auch so. Da heißt es hier, der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen. Und Jona war im Leib des Fisches 3 Tage und 3 Nächte. Also heißt, er ließ einen großen Fisch kommen. Die New King James Bible übersetzt hier richtiger. Der Herr hatte einen großen Fisch vorbereitet, prepared im Englischen. Die Idee ist, er hatte ihn für diesen Zweck erschaffen. Er hatte ihn erschaffen, damit er den Jona verschlingen konnte. Wie er auch die Arche erschaffen wurde, um damals die Menschen vor der Flut zu bewahren. Nun lesen wir noch eine weitere Stelle in Matthäus Kapitel 14. Auch hier sehen wir, wie Gott in diesem Falle Fische erschuf. Zur Zeit Jesu. Wenn man das richtig versteht. Matthäus Kapitel 14 und lesen wir die Verse 17 bis 20. Matthäus Kapitel 14, die Verse 17 bis 20. Sie sprachen zu ihm, die Jünger, wir haben hier nichts als 5 Brote und 2 Fische. Und er sprach, bringt sie mir her. Und er ließ das Volk sich auf das Gras lagern und nahm die 5 Brote und die 2 Fische. Und er sah auf zum Himmel, dankte und brach's und gab die Brote den Jüngern. Und die Jünger gaben sie dem Volk, und sie aßen alle und wurden satt und sammelten auf, was an Brocken übrig blieb, 2 Körbe voll. Die aber gegessen hatten, das waren etwa 5000 Mann ohne Frauen und Kinder. Also hier wurden 5000 Mann ohne Frauen und Kinder
gespeist durch Brote und Fische. Die wurden also multipliziert. Man kann sagen, Fische wurden hier in diesem Augenblick erschaffen, damit sie zur Speise dienen konnten für diese Menschen. Und so wird es auch neues Leben zu Beginn des Millenniums im Meer und in den Flüssen geben. Nun achten Sie darauf, wir hatten ja gelesen, dass alles Tierwesen im Meer und in den Flüssen umkommen wird, bevor das Millennium beginnt. Aber nun lesen wir Hesekiel Kapitel 47. Zunächst einmal wiederum aus der Lutherbibel und dann möchte ich auf die Mengebibel zurückgreifen, die das sehr interessant bringt. Zunächst einmal Hesekiel 47, die Verse 8 bis 9. Es geht hier um einen Tempel, der in Jerusalem dann im Millennium existieren wird. Es kann durchaus sein, dass es der Tempel ist, der bereits schon vorher, vor der Wiederkunft Christi, noch von den Juden erbaut werden wird. Und dass es der gleiche Tempel ist, der dann benutzt wird nach der Wiederkunft Christi. In jedem Falle wird hier von einem Tempel gesprochen, zu Beginn des Millenniums. Hesekiel 47, die Verse 8 und 9. Er sprach zu mir, dies Wasser fließt hinaus in das östliche Gebiet und weiter hinab zum Jordantal und mündet ins Tote Meer. Also das ist jetzt das Wasser, das aus dem Tempel herausfließt, von dem Tempel kommt und dann in diese Richtung fließt. Und er mündet, also dieses Wasser mündet ins Tote Meer. Und wenn er ins Wasser oder Meer fließt, soll dessen Wasser gesund werden. Und alles, was darin lebt und webt, wohin der Strom kommt, das soll leben. Und es soll sehr viele Fische dort geben, wenn dieses Wasser dorthin kommt. Und alles soll gesund werden und leben, wohin dieser Strom kommt. Offensichtlich muss hier zunächst einmal von einer Schöpfung von Fischen ausgegangen werden. Die sind ja alle umgekommen. Also die sind hier jetzt wieder am Leben. Nun, interessant ist, wie die Mengebibel es bringt in Hesekiel Kapitel 47. Und lesen wir hier die Verse 8 bis 9. Denn hier könnte noch eine weitere Andeutung erfolgen. Hesekiel 47, die Verse 8 und 9. Da sagte er zu mir, dieses Gewässer fließt in den östlichen Bezirk hinaus, strömt dann in die Jordanebene hinab, mündet in das Tote Meer. Und wo es sich dort hinein ergießt, da wird das Salzwasser des Toten Meeres gesund. Und alle lebenden Wesen, alles was dort wimmelt, wird, wohin immer der Fluss kommt, Leben gewinnen. Und der Fischreichtum wird überaus groß sein, denn wenn dieses Gewässer dorthin kommt, so wird das Wasser des Toten Meeres gesund werden. Und alles, worin der Fluss kommt, alles, worin der Fluss kommt, wird Leben gewinnen. Nun, ein wenig Spekulation muss hier angebracht sein, denn interessanterweise ist es ja auch so, dass, wie ich bereits deutlich gemacht hatte in vergangenen Predigten, Tiere einen Geist haben. Und die Bibel sagt uns nicht, was mit dem Geist geschieht. Schauen Sie, wir hatten dies bereits gelesen. Ich möchte es kurz noch einmal in Prediger 3 lesen. Da wird eine Frage gestellt. Nun, einige übersetzen das unglücklich. Aber hier in Prediger 3, die Verse 19 bis 21, wird lediglich eine Frage gestellt. Die Frage ist, denn es geht dem Menschen wie dem Vieh, Prediger 3, Vers 19, wie dies stirbt, so stirbt auch er, und sie haben alle einen Odem, und der Mensch hat nichts voraus vor dem Vieh, denn es ist alles eitel, es wird alles an einen Ort, Vers 20, es ist alles aus Staub geworden und wird wieder zu Staub. Wer weiß, ob der Odem, und wir hatten dies bereits gesehen, eine bessere Übersetzung hier ist das Wort Geist, es geht hier um den Geist des Menschen. Wer weiß, ob der Geist der Menschen aufwärts fahre und der Geist des Viehs, das gleiche Wort, hinab unter die Erde fahre. Nun, einige übersetzen, dass der Geist des Menschen aufwärts fährt und dass der Geist des Viehs unter die Erde fährt, also mit anderen Worten, aufhört zu existieren. Aber das ist nicht das, was hier gesagt wird. Salomo stellt lediglich eine Frage. Und er beantwortet die Frage später im Hinblick auf den Geist des Menschen, wenn er sagt, wir wissen, dass wenn der Mensch stirbt, der Geist des Menschen wieder zurückgeht zu Gott, der ihn gegeben hat. Die Frage bezüglich des Geistes des Tieres wird offen gelassen. Und die Frage, die mir häufig gestellt wurde, bedeutet dies, dass Gott vielleicht auch Tiere, die gestorben sind, wieder zum Leben erwecken wird. Und ich würde das nicht ausschließen. Diese Stelle hier in Hesekiel, die wir gerade in der Mengebibel gelesen haben, könnte dies andeuten.
Nun, die Bibel offenbart es nicht. Sie sagt es eigentlich nicht in einer oder anderen Weise. Aber schauen Sie, wenn heute der Mensch in der Lage ist, Tiere zu klonen, und wenn bei Gott nichts unmöglich ist, und wenn es einen Geist gibt, den er den Tieren gegeben hat, der sich natürlich von dem Geist des Menschen unterscheidet, warum sollte das dann nicht möglich sein? Wir lesen noch etwas weiteres Interessantes in Ezekiel Kapitel 47, und ich lese zunächst einmal hier in Vers 10 aus der Lutherbibel. Und es werden an ihm die Fischer stehen, von En-Gedi bis nach En-Eglayim wird man die Fischgarne aufspannen, denn es wird dort sehr viele Fische von aller Art geben, wie im großen Meer. Nun, auch hier etwas unglücklich formuliert. Ich übersetze das jetzt oder zeige Ihnen jetzt einmal, wie das die Elberfelder Bibel bringt, in Ezekiel 47. Denn auch hier wird wiederum die falsche Idee der Evolutionslehre widerlegt. Denn in Ezekiel 47 lesen wir die Verse 9 bis 10 in der Elberfelder Bibel. Da heißt es, und es wird geschehen, jedes Lebewesen, das da wimmelt, wörtlich übersetzt jede Seele. Denn auch das Wort Seele, Nefesh im Hebräischen, hat mit einer unsterblichen Seele gar nichts zu tun. Eine Seele ist das, was das Tier oder was den Menschen ausmacht. Wenn die leben, ist es eine lebendige Seele. Wenn jemand gestorben ist, ist er oder das Tier, was immer, eine tote Seele. Also hier, es wird geschehen, jedes Lebewesen, jede Seele, das da wimmelt, überall, wohin der Fluss kommt, wird leben. Und es wird sehr viele Fische geben. Wenn dieses Wasser dorthin kommt, dann wird das Salzwasser gesund werden. Und alles wird leben, wohin der Fluss kommt. Und jetzt heißt es in Vers 10, und es wird geschehen, dass Fische an ihm stehen werden. Von En-Gedi bis En-Eglayim werden Trockenplätze für Netze sein. Fische von jeder Art werden in ihm sein, sehr zahlreich, wie die Fische des großen Meeres. Und seine Sümpfe und seine Lachen aber werden nicht gesund werden. Fische von jeder Art. Wörtlich übersetzt heißt es hier, wie die Elberfelder Bibel es in einer Fußnote sagt, nach ihrer Art werden deren Fische sein. Schauen Sie, Gott hatte damals die Tiere erschaffen nach ihrer Art. Und er wird auch wiederum das Gleiche tun. Es werden keine artübergreifenden Mutationen stattfinden. Das gibt es in Gottes Schöpfung nicht. Tiere sind nach ihrer Art erschaffen und vermehren sich nach ihrer Art. Wenn wir, die wir dann hoffentlich in der ersten Auferstehung zu Geistwesen geworden sind, zu Mitgliedern der Gottfamilie, wenn wir unter Christus hier auf Erden über die Erde herrschen werden, dann lesen wir, dass sich Menschen und Tiere vermehren werden. In Ezekiel Kapitel 36 lesen wir die Verse 10 und 11. Ezekiel 36 und die Verse 10 und 11. Da heißt es, und ich will viele Menschen auf euch wohnen lassen, das ganze Haus Israel insgesamt, und die Städte sollen wieder bewohnt und die Trümmer aufgebaut werden. Ja, ich lasse Menschen und Vieh auf euch zahlreich werden. Es sind hier nur wenige übrig geblieben, die werden jetzt zahlreich, die vermehren sich. Und sie sollen sich mehren und fruchtbar sein. Ich will euch wieder bewohnt sein lassen wie früher und will euch mehr Gutes tun als je zuvor. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Menschen und Tiere werden sich vermehren im Millennium, werden fruchtbar sein, auch in Jeremia Kapitel 31. Jeremia 31 und in Vers 27. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich das Haus Israel und das Haus Juda besehen will, mit Menschen und mit Vieh. Besehen will mit Menschen und mit Vieh. Nun, wie ich sagte, werden wir, wenn wir in das Reich Gottes eingehen, Gott sein. Nun, ich habe hier eine Broschüre, steht das in der Bibel, die Mysterien im Buch der Offenbarung. Und die können Sie von uns kostenlos erhalten, schreiben Sie uns nur Ihre Adresse und wir schicken die Ihnen gerne zu. Und eine weitere Broschüre, das Evangelium vom Reich Gottes. Und diese Broschüren erklären Ihnen, wie ich sagte, total kostenlos, was es eigentlich bedeutet, ins Reich Gottes zu kommen. Und was es eigentlich bedeutet, im Reich Gottes zu sein. Und wer dort hineingelangen kann und was dann geschehen wird. Diese Broschüren machen das sehr deutlich. Wir werden Gott sein, wenn wir im Reich Gottes sein werden. Immer zwar unter dem Vater und unter Jesus Christus, aber Gott vermehrt sich selbst, er vermehrt seine Familie. Wir sind heute schon gezeugte Kinder Gottes, wenn wir den Heiligen Geist erhalten haben, werden dann im Zeitpunkt unserer Auferstehung und der Verwandlung, wenn Christus zurückkommt, wiedergeborene
Kinder Gottes, sei auch dies etwas, was die meisten Christen, Anführungszeichen, gar nicht verstehen. Die meinen, die seien heute bereits schon wieder geboren, wenn sie den Heiligen Geist erlangt haben. Nein, wenn man wieder geboren ist, dann ist man Geist, nicht mehr länger Fleisch. Heute sind wir wieder gezeugt, wenn wir den Heiligen Geist erlangt haben, erwarten die Wiedergeburt im Zeitpunkt der Wiederkehr Jesu Christi. Aber wenn wir Gott sind, dann werden wir lebensspendende Geistwesen sein. 1. Korinther. Achten Sie, was gesagt wird. Lebensspendende Geistwesen. Deswegen habe ich hier auch deutlich gemacht, wie oft Gott in der Vergangenheit Tiere erschaffen hat. Werden auch wir Tiere erschaffen. Keine Menschen, aber Tiere. Unter natürlich der Anweisung Gottes. Wir werden niemals etwas tun, was dem Ziel, dem Zweck, dem Plan Gottes zuwiderlaufen würde. Aber schauen wir uns 1. Korinther 15 an und Vers 45. 1. Korinther 15 und in Vers 45. Da heißt es, wie geschrieben steht, der erste Mensch Adam wurde zu einem lebendigen Wesen, besser übersetzt zu einer lebendigen Seele, und der letzte Adam zum Geist, der lebendig macht. Aber wir werden Christus gleich sein, wie es heißt. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden also Anteil haben dann. Unter Gottes Anweisung. Tierisches und pflanzliches Leben zu schaffen. Nun, es heißt im Predigerbrief, in Kapitel 1, dass die Erde für alle Zeit und Ewigkeit bestehen bleibt. Und das ist auch richtig, aber nicht in dem jetzigen, gegenwärtigen Zustand. Schauen Sie, die Bibel zeigt uns deutlich, dass nach dem Millennium, nach der zweiten Auferstehung, dem großen weißen Throngericht, und nach der dritten Auferstehung, wenn die reuelosen Sünder in dem feurigen Pfuhl verbrannt werden, dann wird eine Änderung stattfinden. Eine Änderung wird stattfinden. In 2. Petrus, Kapitel 2, lesen wir einmal einige dieser Stellen, die uns etwas sehr deutlich machen sollten. 2. Petrus, Kapitel 2, angefangen in Vers 7. 2. Petrus 3 und Vers 7. Und so werden auch der Himmel, der jetzt ist, und die Erde durch dasselbe Wort aufgespart für das Feuer, bewahrt für den Tag des Gerichtes und der Verdammnis der gottlosen Menschen. Das ist die dritte Auferstehung. Aber dann geht es weiter. Eins aber soll euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie 1000 Jahre ist, 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Reue, wie es heißen sollte, finde. Es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb, und dann, also wenn der Tag des Herrn begonnen hat, und der wird natürlich fortschreiten im Augenblick, wo Christus beginnt, auf der Erde zu herrschen, dann werden die Himmel zergehen, mit großem Krachen. Die Elemente werden vor Hitze schmelzen. Die Erde und die Werke, die darauf sind, werden ein Urteil finden, oder, wie es besser heißen sollte, verbrannt werden. Und wenn nun das alles so zergehen wird, wie müsst ihr dann dastehen in heiligem Wandel und frommem Wesen, die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und erstrebt, an dem die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden? Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Also hier wird eine neue Erde beschrieben. Neue Himmel werden beschrieben, in denen Gerechtigkeit wohnt. Nun sagt uns die Bibel mehr über diese neue Erde hauptsächlich jetzt einmal, auf die ich zu sprechen kommen will. In der Tat, Offenbarung Kapitel 1. Offenbarung Kapitel 1. Und lesen wir die Verse 3 bis 7. Offenbarung Kapitel 1, die Verse 3 bis 7. Dies bezieht sich jetzt alles aus dem Zusammenhang auf einen Zeitpunkt nach der dritten Auferstehung. Ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe, da die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Der Tod, achten Sie darauf, wird nicht mehr sein. Der Tod wird nicht mehr sein.
Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, der sprach, siehe, ich mache alles neu. Nun, was ist der Zusammenhang? In Offenbarung Kapitel 21 und Vers 1 wird uns der Zusammenhang gesagt, wann das geschehen soll. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Und das Meer ist nicht mehr. Und da wird berichtet, dass die heilige Stadt Jerusalem, eine aus Geist bestehende Stadt, aus dem Himmel auf die Erde herniederfahren wird. Aber es wird eine neue Erde sein. Und den Tod wird es nicht mehr geben zu dem Zeitpunkt. Kehren wir ins Alte Testament zurück, wo auch diese Stellen beschrieben werden, in Jesaja Kapitel 25. Jesaja Kapitel 25 und die Verse 7 bis 8. Jesaja 25, die Verse 7 bis 8. Er wird auf diesem Berge die Hülle wegnehmen, mit der alle Völker verhüllt sind. Das wird also mit dem Millennium beginnen. Denen wird der Sinn geöffnet werden, dass sie also nicht mehr verblendet sind, sondern dass sie das wahre Evangelium erkennen können. Und die Decke wird weggenommen werden, mit der alle Heiden zugedeckt sind. Und dann wird er, Vers 8, den Tod verschlingen auf ewig. Und Gott, der Herr, wird die Tränen von allen Angesichtern abwischen und wird aufheben die Schmach seines Volkes in allen Landen, denn der Herr hat es gesagt. Also hier wird auch wiederum darauf hingedeutet, dass letztendlich der Tod abgeschafft werden wird. Es wird nicht mehr möglich sein, zu sterben. In Jesaja Kapitel 66. Jesaja Kapitel 66. Und lesen wir Vers 22. Denn wie der neue Himmel und die neue Erde, die ich mache, von mir Bestand haben, spricht der Herr, so soll auch euer Geschlecht und Name Bestand haben. Die werden also jetzt Bestand haben, wie es heißt. Nun, wenn wir uns einmal Hebräer Kapitel 12 anschauen, dann wird uns mehr gesagt über das, was Bestand haben wird. Und es vorwegzunehmen, Physisches hat keinen Bestand. Physisches vergeht. In Hebräer Kapitel 12 lesen wir die Verse 25 bis 29. Hebräer 12 und Vers 25. Sehe zu, dass er den nicht abweist, der da redet. Denn wenn jene nicht entronnen sind, die ihn abwiesen, der auf Erden redete, wie viel weniger werden wir entrinnen, wenn wir den abweisen, der vom Himmel redet. Und seine Stimme hat zu jener Zeit die Erde erschüttert, jetzt aber verheißt er und spricht, noch einmal will ich erschüttern nicht allein die Erde, sondern auch den Himmel. Dieses noch einmal aber zeigt an, dass das, was erschüttert werden kann, weil es geschaffen ist, verwandelt werden soll, damit allein das bleibe, was nicht erschüttert werden kann. Darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, ein Reich, das verwandelt worden ist in dem Sinne, oder vielmehr das Verwandlung mit beinhaltet, wir werden verwandelt werden, um ins Reich Gottes eingehen zu können. Aber es bezieht sich hier, wie ich Ihnen zeigen werde, nicht nur auf den Menschen. Lasst uns dankbar sein und Gott so dienen mit Scheu und Furcht, wie es ihm gefällt, denn Gott ist ein verzehrendes Feuer. Hier wird von einer Verwandlung gesprochen. In Psalm 102, kehren wir noch einmal zu Psalm 102 zurück. Da lesen wir die Verse 25 und 26. Psalm 102, die Verse 25 und 26. Ich sage, mein Gott, nimm mich nicht weg in der Hälfte meiner Tage, deine Jahre wären für und für. Du hast vor Zeiten die Erde gegründet und die Himmel sind deiner Hände Werk. Sie werden vergehen. Du aber bleibst. Sie werden alle veralten wie ein Gewand. Wie ein Kleid wirst du sie wechseln und sie werden verwandelt werden. Also hier wird von der Erde gesprochen, den Himmeln gesprochen, die werden verwandelt werden. Dass sie bestehen bleiben können, dass sie Bestand haben können. Sie können also von daher nicht mehr physisch sein, denn wir lesen in 2. Korinther Kapitel 4 und in Vers 18. 2. Korinther, Kapitel 4 und Vers 18.
Aber das alles von Gott. 2. Korinther 4 und Vers 18, Entschuldigung. 2. Korinther 4 und Vers 18, da lesen wir, dass wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Mit anderen Worten, hier wird das Physische mit dem Geistlichen verglichen. Was sichtbar ist, weil es physisch ist, das ist zeitlich, wird vergehen. Was aber unsichtbar ist, das Geistliche, das bleibt ewig. Und mit diesem Hintergrund schauen wir uns einmal Römer Kapitel 8 an. Römer Kapitel 8 und die Verse 18 bis 23. Nun, diese Stelle kann zunächst einmal auf den Zeitpunkt angewendet werden, wenn Christus zurückkommt, wenn das Millennium hier auf Erden errichtet wird. Aber es geht weit darüber hinaus. Es kann sich auf die Stelle beziehen, auf den Zeitpunkt, sagen wir einmal nach der dritten Auferstehung, noch bevor es zu dieser Verwandlung kommt, wie einige gemeint haben, dass wir vielleicht sogar dann das Universum irgendwie verschönern werden. Das Universum scheint zurzeit ja auch tot zu sein, kein Leben zu haben. Aber auch das geht über das, was hier in dieser Stelle gesagt wird, noch hinaus. Denn schauen wir uns genau an, was hier gesagt wird letztendlich. Römer Kapitel 8, die Verse 18 bis 23. Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Denn das endliche Harren der Kreatur oder der Schöpfung wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, doch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Was ist die herrliche Freiheit der Kinder Gottes? Unsterbliches Leben zu haben, Geistwesen zu sein. Die gesamte Schöpfung, wie es hier heißt, wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, Vers 22, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und sich ängstet. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehen uns nach der Kindschaft, der Erlösung unseres Leibes. Und dann wird hier weiter davon gesprochen, dass wir verwandelt werden. Aber schauen Sie, die gesamte Schöpfung sehnt sich auch nach einer Verwandlung. Es geht hier darum, dass auch sie letztendlich in ein geistiges Leben, in eine geistige Existenz verwandelt werden wird. Wie alle diese Stellen uns dies deutlich zeigen. Und das hat natürlich sehr große Konsequenzen. Denn letztendlich wird es sein, dass wir als Geistwesen, wenn wir auf einer geistigen Erde herrschen werden, auch geistiges Leben unter der Anweisung Gottes erzeugen können. Nicht wieder Menschen. Schauen Sie, da würde dieser ganze Zyklus ja von vorne beginnen. Aber scheinbar doch tierähnliche Wesen. Wir wissen ja auch, dass die Engel zum Beispiel, die ja zunächst existiert haben, Aussehen haben, die heute mit tierartigem Aussehen verglichen werden. Aber zunächst waren einmal die Engel da und dann kam das Physische. Und so lesen wir hier interessanterweise in Johannes Kapitel 7. Johannes Kapitel 7, die Verse 37 bis 39. Johannes Kapitel 7, die Verse 37 bis 39. Aber am letzten Tage des Festes, der höchste war, es geht hier um den achten Tag nach dem Laubhüttenfest, da trat Jesus auf und rief, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wenn wir Geistwesen sind, wenn wir in der Gottfamilie sind, dann werden aus unserem geistigen Leib Ströme lebendigen Wassers fließen. Was werden die wohl tun? Das sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten, denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Kehren wir zu Kapitel 4 zurück, Johannes Kapitel 4, die Verse 13 bis 14. Johannes Kapitel 4 und die Verse 13 und 14. Hier spricht Christus zu der Frau dieser Samariterin am Brunnen, Jakobs. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wer von diesem Wasser trinkt, diesem physischen Wasser, der oder den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, ich spreche natürlich jetzt in figurativer Sprache, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Schauen Sie hier die Andeutungen.
die gemacht werden. Eine weitere Andeutung in Jesaja, Kapitel 58 und Vers 11. Jesaja 58 und Vers 11. Da heißt es, der Herr wird dich immer da führen und dich sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken. Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Nun, das sind die Andeutungen, die die Bibel macht. Und ich möchte auch über diese Andeutungen nicht hinausgehen. Alles Weitere gehört in das Reich der Spekulation. Aber ich meine, die Andeutungen sind schon sehr vielversprechend. Sie geben uns einen Hinweis darauf, was Gott vielleicht für uns alle noch vorhat mit uns. Was für eine herrliche Zukunft steht uns bevor. Nicht nur für uns selbst, sondern für die gesamte Schöpfung. Für Menschen und für Tiere. Es ist nicht die Zeit aufzugeben. Wenn wir uns vorstellen, was uns vielleicht in ein paar Jahren bereits schon gegeben werden wird, wenn Christus zurückkommt, warum wollen wir heute auf einmal in Verzweiflung, weil vielleicht die Dinge nicht so laufen, wie wir sie gerne hätten, warum wollen wir da aufgeben? Warum wollen wir da das Handtuch schmeißen? Was für eine unsinnige, kurzsichtige Reaktion wäre dies? Wir sprechen in der Tat von einem Paradies auf Erden, zunächst einmal auf dieser Erde, aber dann auf einer aus Geist bestehenden Erde, wenn wir Geistwesen sind letztendlich. Und schauen Sie, Sie, die Sie mir heute zuschauen und zuhören, können Anteil an diesem herrlichen Paradies haben. Wenn Gott Ihnen die Augen öffnet, dann können Sie vielleicht in Ihrem geistigen Blickfeld schon mal sehen, wie das alles so aussehen wird. Sich vielleicht ein wenig ausmalen, ja, was werden Sie dann tun? Wie werden Sie es tun? Was möchten Sie gerne für sich, für andere erschaffen? Beten wir doch, dass wir die Kraft finden und behalten, uns würdig zu erweisen, all den schrecklichen Dingen, die noch kommen werden, zu entfliehen und vor den Menschensohn gestellt zu werden, wenn er kommt. Und beten wir, dass er bald kommt. Beten wir, dass diese wunderbare Zeit bald eingreifen möge. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Musik.